Ausgediente Weihnachtsbäume landen in dieser Gegend im US-Bundesstaat Texas nicht einfach auf dem Müll. Freiwillige Helfer sammeln sie ein und bringen sie an diesen Strand an der Küste des Golfs von Mexiko, südlich von Houston. Hier werden sie aufgereiht, um die Dünen vor Erosion zu schützen. Im vorvergangenen Jahr waren die Dünen so groß, dass wir nicht viele Bäume brauchten. Dieses Jahr hatten wir die ganzen Stürme. Jetzt tun wir unser Bestes, um unsere Dünen zu schützen, damit sie ihre Aufgabe erfüllen können, all die schönen Häuser hier in Surfside zu bewahren. We get some natural breezes here that'll pick up the sand and it'll just deposit it right there on those Christmas tree frames. Hier ist immer Wind, der den Sand aufnimmt und ihn auf den Weihnachtsbäumen ablagert. Die Struktur der Bäume, die Äste, das ist genau das, was die Natur braucht. Mit der Zeit, wenn sich der Sand auf den Bäumen angesammelt hat, verrotten die Weihnachtsbäume und sie versorgen die Pflanzen, die darauf wachsen, mit Nährstoffen. Those Christmas trees will deteriorate and actually fertilize some of the vegetation that will grow in on top of it. Durch den Klimawandel werden Stürme häufiger. Viele Häuser stehen direkt am Strand. Die Anwohner sind besorgt. Wir hatten da eine etwa 60 cm hohe Düne. Die hatte sich da gebildet, wo die Pfosten sind. Da war sie. Sie war ungefähr so hoch. Und jetzt können Sie sehen, dass sie weg ist. Fürs Erste wird die Küste hier wieder geschützt sein. Aber die Naturgewalten sind gnadenlos. Nächsten Winter werden die Freiwilligen wieder ausrücken, um die Küste mit ausgedienten Weihnachtsbäumen zu schützen.